The Horizon Herald. Der Zoo geht vom Netz. Ein Sprecher des Zoo freute sich, eine Partnerschaft mit Windpower Incorporation zum Bau von Ökostromanlagen im Zoo bekannt zu geben. Der örtliche Geschäftsführer des Kraftwerkskonzern sagte: Wir sind nicht damit einverstanden, dass Menschen ihren eigenen Strom erzeugen und ihn nicht von uns kaufen. Das liegt daran, dass Führungskräfte wie ich jedes Jahr Millionen von Dollar verdienen, ohne viel zu tun. Und dies bedroht meine dekadente Lebensweise. Sicher, wir erwärmen den Planeten, aber die Menschen lieben warmes Wetter. Der Zoo plant in naher Zukunft mit dem Bau eigener Stromgeneratoren zu beginnen. Was ist denn das? Ich meine, er ist ehrlich. Er macht nichts als Geschäftsführer und kriegt Geld. Ich meine, ja, es ist ehrlich. Aber gut. Oh, mein Gott, wir haben die ganze Zeit... ganze Zeit Bewerbungsdings hier noch laufen. So. Hausflipper! Das TC habe ich noch nicht, merkt du, zu teuer. Neue Sachen. Oh, Hausflipper habe ich auch schon lange nicht mal reingeguckt. Ich brauche 2 Leben. Oder einen 48-Stunden-Tag. Wie, keine Bereicherung? Besser. So. Gott, wir haben so viele Hasen. Wie kann ich denn nochmal meine Hasenpopulation einsehen? Wie ging das denn? Ich muss Hasen abgeben. Es ist mir einfach zu viel. Oder einschläfern. Ja. Aber so kriegen wir übrigens Moral, habe ich auch gerade gesehen, wenn wir die abgeben. Oh, sie ist schwanger. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und sie ist auch schwanger. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir kriegen Gänsebabys. Was hier mit unseren Schlangen? Hä, wir hatten... Ach, da. Wir haben keine schwangere Schlange. Jungs. Aber wir haben bloß einen Mann. Latte ist geboren. Okay. Latte ist geboren. Also ich glaube... Ich glaube, wir machen gerade gut Gewinn. 42 Leute passten nicht in die Busse, Julia. Ja, genau. Julia meint, dass wir uns vor das Gehege setzen und Lali losing. Du machst einen guten Job. Wenn du deinen Kontostand auf 2000 bringen kannst, kann ich meine Freunde anrufen und dir mehr Finanzierung geben. Ja. Hallo, Latte! Mensch, Latte, du. Wir haben auf dich gewartet. Genomspende. Lass uns den Zoo spleißen? Was ist spleißen? Wir von der Monsanto Corporation möchten die Pläne für einen CRISPR-Spender spenden.
Seit der Entdeckung von CRISPR ist es möglich, Tiere zu erschaffen, indem du buchstäblich ihre DNA bearbeitest. Willst du einen Hippodil oder einen Schweineaffen? Wenn du das Genom eines Tieres kartierst, indem du alle 10 Varianten eines beliebigen Tiertyps findest oder züchtest, kannst du deine eigenen Tiere erstellen. Wir werden deine Forschung für die nächsten 106... Die Horizon Herald. Lokal dazu entwickelt Tierspleiß-Technologie. Viele Wissenschaftler haben ihre Köpfe zusammengesteckt und eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die das Unmögliche möglich macht. Tierköpfe und Körper zu übertragen, um sie zusammenzufügen. Bei den Interviews waren die Mitarbeiter und das Management sehr verschwiegen, was den Prozess anbelangt, aber sie behaupten, dass es nichts Illegales ist. Einige Leute machen sich Sorgen darüber, was dies für die Zukunft bedeutet und welche ethischen Probleme dabei auftreten könnten. Für andere ist dies ein großer Fortschritt für die Wissenschaft, der den Zoo und die Menschheit hoffentlich zu größeren Höhen führen wird. Es ist nicht bekannt, wann der Zoo beabsichtigt, die gesamte Anlage zu bauen und mit den Tierspleißen zu beginnen. Ah, da, okay. Gut. Haben wir jetzt hier das Zeug eingekauft? Was wollten wir jetzt noch machen? Ganz... Oh, ein dunkles Wasserschwein. Oder eine, so eine coole Schlange. Können wir noch eine Schlange aufnehmen? Zugemacht. Können wir noch eine Schlange aufnehmen? Wo sehe ich das jetzt nochmal? Ich glaube, das Wasserschwein kriegen wir hier nicht mehr rein. Ich hätte das zwar gern, oder wir müssen ein anderes abgeben. Holen wir uns das dunkle Wasserschwein? So, sag mal, macht hier mal jemand sauber. Guckt mal, hier liegt so viel Dreck im Gehege. Mensch, Leute, was... Wir haben doch hier einen Tierpfleger. Ist es, weil er Geralt 2 Gehege hat? Wahrscheinlich. Ah ja, warten mal. Ja, genau, Busse. Wir müssen Busse kaufen. Also, wir haben ja noch einen Bus zusätzlich gekauft. So, und können wir jetzt hier... Nee, das... Kriegen wir noch nicht. Die Hyänen. Das ist, weil unsere Schlangen sind halt noch nicht, die sind nicht geboren worden. Das heißt, wir können die Schlangen noch nicht zum Handel nutzen. Weil wir noch nichts gezüchtet haben. Unsere Schlangen werden aber nicht schwanger.
Ich meine, vielleicht haben wir hier mal wieder jemanden dabei, der hier illegal Tiere verkauft. Vielleicht kommen wir da mal an ein paar Tiere. Ja, zumindest eine Option. Oh mein Gott, der Bus! Ja. Sind wir gerade so ein bisschen stuck, oder? Wir kriegen gerade keine neuen Tiere. Vielleicht kommen wir hier vorwärts. Bauernhof. Das würde ich mir mal angucken wollen. Und Savannengehege ist auch gut. Arktisches Gehege. Baue diesen Crisp-Splicer. So. Attacke schon wieder rum. Das ist voll dieses berühmte Gemälde. Sternenhimmel, Nachthimmel, irgendwas mit Nacht oder so, aber ich kenne das Gemälde, das ist bekannt. 34 Leute passten nicht in die Busse. Bau 5 Essensgeschäfte. Okay. Was? Gib mir einen Hasis? Entdecke 3 Arten von Hausmeister. Was? Muss ich jetzt die Hausmeister züchten? In 3 Stunden kommt unser Wasserschwein an. Oh, hier, die Busse stehen Schlange. Oh, hier... Ah, ja, okay, okay, hier können wir dann kreuzen. Ja, okay, verstanden. Ja, danke. Ah, Bauernhof wollte ich. Ist noch nicht erforscht. Kostet 1000. Okay. Okay, unsere Schlange kommt an. Was du dafür bekommst. Ach, das sehe ich ja jetzt erst. 46.000. Oh, das ist halt ein echtes. Das ist ein historisches Gemälde. Hausmeister züchten wäre auch nett. Wir züchten unsere Mitarbeiter. Oh, hallo, Silver. Sag mal, könnt ihr Schlangen jetzt vielleicht auch mal Babys kriegen? Oder wie sieht das aus bei euch? Es wird ja so nix. Einfach auf das andere draufgestellt, die Kiste. Falsch.
So, wir müssen mehr Essensgeschäfte. Da, weißt du, dann machen wir hier noch eine Fressmeile hin, oder? Wo kriege ich denn den Bauernhof dann? Nee, das Lager. Vielleicht hier dahinter? Ich hätte gern einen Bauernhof. Da kann ich Essen anbauen. Salat und so. Salat. Um nicht wieder mit der Salat-Diskussion anzufangen. Was ja nicht wirklich eine Diskussion ist, sondern eher Spaß. Also denen geht's allen gut und guckt... Oh, guckt euch mal an, wie voll mein Zoo ist! Gegebenenfalls passen wieder nicht alle in die Busse. Nein, nein. Heute hätte ich mich ausnahmsweise nicht zum Salat geäußert. Und alle wieder weg. Also wir sind halt jetzt ein bisschen stuck, wenn die Schlangen... Oh, es sind alle Leute weggekommen. Wenn die Schlangen halt keine Babys machen... Was ist denn das? Die hat aber was Komisches auf dem Schnabel. Hey, hier ist ein Wasserschwein mit einem Riesenkopf. Wir müssen das alles mitnehmen, weil wir müssen ja hier diese ganzen... Ist der hier? Wir müssen ja hier überall alles an Genmodifikation müssen wir ja irgendwie bekommen. Gott, die ganzen Babys. Aber wo kann ich das denn am einfachsten einsehen? Wow, die Angestellten-Effizienz ist 12%? Was? Nein. Was? Verstehe nicht, was, wie ich die Hausmeister... Sorry, bin überfragt. Maskottchen kann ich, glaube ich, auch noch nicht... Nee, Maskottchen ist noch gesperrt.
Das Problem ist, das Gehege hier oben wird zu klein. Nein. So, mach mal hier oben was anderes hin. Guck mal, der steht da wie... Hä? Hier war doch gerade noch ein Gehege. Hä? Machen wir hier oben ein anderes Gehege hin. Oh mein Gott! Wir haben eine schwangere Schlange! Okay. Darauf können wir aufbauen. Oh, wir müssen so ein Wasserding bauen. Oh, alle Leute sind in den Bus gekommen. Sehr gut. Die Gans macht auch Zisch? Nee, das war sonst immer bei den Schlangen. Ja, wir sollten uns auch Angestellte züchten, die ordentlich arbeiten. Das finde ich aber auch. Kann ja so nicht sein. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte hier... Mal, das macht Pfeif. Oh, es kommt an. Unser Wasserschwein mit dem großen Kopf kommt an. Aufs Essen, die Kiste. Ja, geh direkt springen. Okay, also wenn wir dann die Schlange haben, kriegen wir die Schweine, richtig? So, und die brauchen so ein... Nee, die brauchen so ein Gehege. Was denn nun? So eins oder so eins? Lass uns hier oben so ein kleines grünes... Dann haben wir zwar wieder so ein Mini-Gehege... So. Da war wieder ein Hasen. Geboren. Also die Hasen wirklich, die übertreiben. Die Hasen übertreiben einfach maßlos. Das Problem ist, ich krieg halt keine anderen Kreuzungen hier hin.
Außer die, die wir schon haben. Noch ein Hase? Nee, noch ein Baby. Das ist der Hase. Du solltest wirklich mal bei Hausflipper wieder reinschauen. Irgendwann. Wenn ich Zeit habe. Dann ja. Ja, Susi ist begeistert. Ich finde es ja auch cool, wenn es neue Inhalte gibt in einem Spiel, ohne dass du ein DLC kaufen musst.